Damit ihr für euch daheim auch trainieren könnt, möchte ich euch heute Trainingsmethoden vorstellen, die ihr gut allein könnt daheim durchführen könnt. Sie dauern genau 30 Minuten. Das ist die Minutenmethode. Die Idee dahinter ist, wenn ich hier so eine Matrix aufzeichnet, dass ihr 6 Übungen habt. Wählt die frei, Übungen, die ihr gerne habt. Schaut dabei, dass ihr Agonist und Antagonist, also Spieler und Gegenspieler, trainiert. Sonst an sich seid ihr in der Wahl hier frei. Und dann macht ihr jede Übung 5-mal eine Minute lang. Jetzt das Spezielle der Form ist, dass ihr wählt, wie viele Wiederholungen dass ihr in einer Minute arbeiten wollt. Und nachher selber entscheidet, wie viel Zeit dass ihr euch in dieser Minute gebt, um die Wiederholungen zu arbeiten. Das heisst, wir können hier Jump Lunges nehmen, wenn ihr 10 von denen machen wollt, in einer Minute, dann könnt ihr entweder volle Kanne abdrücken, in 20 Sekunden das erledigen und dann habt ihr 40 Sekunden Pause, um euch erholen bis zur nächsten Minute. Die Bedingung ist, dass ihr immer auf den Start der nächsten Minute wieder an den nächsten Satz geht. Jetzt, wenn wir das hier so anschauen, bleibt mir jetzt eigentlich mal noch zu zeigen, hier, dass sie die Minuten, so wie sie dann abläuft durch das ganze Training. Zuerst kommen alle Lunges. 1, 2, 3, 4, 5 mal 1 Minute. Und dann weiter, ich habe jetzt aufgeschrieben, Salamander Push-Ups, Klimmzug, Burpees, Nordic Hamstrings und Rockies Crunches, meine liebste Bauchübung. Jetzt startet ihr oben mit der Minute 1, setzt euch einen Timer, wenn es piept, legt ihr los, macht die Anzahl Wiederholungen, oder ihr habt vorgenommen. Wenn ihr fertig seid, wartet ihr auf den nächsten Piep, das ist eure Pausezeit. Bei Minute 5, letzte Übung durch, dann geht ihr mit der nächsten Übung weiter in Minute 6. Nach genau 30 Minuten seid ihr durch, hoffentlich erschöpft und zufrieden. Ihr könnt wählen, was ihr für einen Effekt erzielt. Beim Ganzen geht es sicher um eine Aktivierung des Metabolismus. Und dabei könnt ihr auch noch sagen, wenn ihr jetzt ganz kurze Phasen macht, die ihr hoch belastet, dann ist das eher intensiv, dann braucht es aber auch mehr Pause. Oder ihr geht die Sache eher etwas locker an, nicht so eine hohe Intensität. Dafür seid ihr regelmässig dran, dann seid ihr mehr richtig Ausdauer am Arbeiten. So könnt ihr steuern. Jetzt für die Lunges würde ich zum Beispiel empfehlen, dass ihr 12 Lunges links-rechts in der ersten Minute arbeiten wollt. Die zweite auch nochmal, die dritte auch nochmal. Und dann geht ihr davon aus, dass ihr schon ein bisschen abnehmt von eurer Leistungsbereitschaft her. Und darum plant ihr in der vierten Minute noch 10. In der fünften vielleicht auch nochmal 10 oder sogar 8. Also so könnt ihr auch in den einzelnen Minuten mit diesen Wiederholungszahlen arbeiten. Dann zeichne ich das mal aufzeichnen. So, wenn ich jetzt hier mögliche Wiederholungszahlen eintrage, ich bin so vorgegangen, jetzt bei den Jump Lunges, wird ich jetzt sehr schnell erschöpft. Darum habe ich auch gesagt, ich mache zuerst mal 10 links, rechts, das heisst total sind es 20 Sprünge, die ich mache. Achtung! Hier auch, nochmal, ab der vierten Minute gebe ich mir ein bisschen. Ich will, dass ich immer noch qualitativ gleich gut arbeite. Also mache ich nur noch 8 und 8. Das gleiche bei den Salamander Push-Ups, ich sage mal 5 links, rechts, das heisst in einer Minute mache ich 10 Push-Ups. Dann nochmal 5, nochmal 5, 4, 3. Das heisst, ich mache 15, 15, ja, 19, 22 mal 2, 44 so Push-Ups im Ganzen in 5 Minuten. Dann mache ich Klimmzug, 5, 5 und jetzt nehme ich das hier ab. Am Schluss mache ich nur noch 3, weil ich weiss, es geht ja gerade weiter mit Burpees. Ja, 8, 8, 8, 6, 6. Nordic Hamstrings und Rockies Crunches ist für mich am Rumpf.
nicht so erschöpfend. Darum bleibe ich hier auch konstant bei gleicher Wiederholungszahl. Versuche die auch möglichst langsam auszuführen, sodass ich fast immer im Bewegen bin und vielleicht zwischendrin 10 Sekunden Pause habe oder so. Also vielleicht bin ich 15 Sekunden dran, 10 Sekunden habe ich Ruhe. Wie gesagt, im Machen innen merkt ihr vielleicht, ui, ich soll das nächste Mal mehr Pause haben, also gebe ein mehr Gas. Mache es etwas schneller, dann wisst ihr, okay, dann habe ich 30 Sekunden Pause bis zum nächsten Satz. So kann man im Training innen ein bisschen spielen mit seiner eigenen Psyche. Finde ich eine sehr coole Methode. Probiert es aus. Wählt Übungen, die ihr gerne habt oder kennt auch hier von unserem Training. Überlegt euch, soll es ein bisschen Bauchbeine Po sein oder soll es funktionell sein für eure Kampfsportart oder für das Stabilisieren im Alltag. Wählt es selber. Wenn ihr dazu Fragen habt, dürft ihr mich gerne kontaktieren. Ich gebe auch gerne Auskunft. marudojo.ch oder marco.marfi@marudojo.ch erreicht er mich. Ich habe mein Minutentraining absolviert. Ich bin zufrieden, spüre den Bauch in den Ohren. Steuert selber. Bei den Bauchsachen könnt ihr exzentrisch arbeiten, ganz langsam bremsen. Dann reizt ihr voll aus. Bei den Klimmzügen, wenn ihr nicht mehr rauf mögt, springt auf einen Böckchen drauf und bremst, lädt euch langsam runter und versucht auf die Wiederholungszahlen zu kommen. Genießt die Pause und viel Spass. Was? Awesome.